Ich hatte ja schon gesagt, dass das Gauss-Verfahren natürlich in jedem Körper funktioniert. Wir haben bisher immer nur im Körper der reellen Zahlen gerechnet, aber es funktioniert in jedem Körper. Und wahrscheinlich ist es ganz gut, wenn wir einfach mal ein Beispiel rechnen, in dem der Körper nicht R ist. Und ich habe mir jetzt mal eins hier rausgenommen. Wir rechnen jetzt mal ein Beispiel in Z5. Also entscheidend ist, wir rechnen in Z5, Sie entsinnen sich, das ist diese komische Menge, in der wir nur 5 Elemente haben, die wir 0, 1, 2, 3, 4 nennen. Und was ich jetzt gerne machen möchte, ist, ich möchte gerne diese Matrix hier invertieren. Allerdings in Z5. Das Ergebnis soll also eine Matrix sein, in der nachher auch nur die Einträge 0, 1, 2, 3, 4 vorkommen. Keine negativen Zahlen, keine Brüche, sondern nur die Zahlen 0, 1, 2, 3, 4. Und das können wir mal gemeinsam versuchen. Oder vielleicht machen wir es so, ich fange mal an mit der Aufgabe und dann höre ich irgendwann auf und den Rest machen Sie. Erstmal nur, um zu sehen, was das überhaupt bedeutet, in Z5 zu rechnen. Grundsätzlich ist das Verfahren überhaupt nicht anders. Auch hier würden Sie daneben die Einheitsmatrix schreiben und dann führen Sie die üblichen elementaren Zeilenumformungen durch. Zum Beispiel hier könnte man jetzt sagen, was soll mein Pivot-Element sein? Auch da ist natürlich die 1 der beste Kandidat und hier ist schon eine 1. Also kann ich jetzt von der zweiten Zeile das Doppelte der ersten abziehen, um hier eine 0 zu bekommen. Hier ist schon eine 0, brauche ich gar nichts zu machen. Hier nehme ich also einfach minus 2 mal die erste Zeile. So. Hier steht 2 minus 2 mal 1 ist natürlich 0. Achso, die erste hätte ich einfach abschreiben können. Und dann steht hier 2 minus 2 mal 1 ist 0. Jetzt kommt der erste Unterschied zwischen R und Z5. Hier steht jetzt 3 minus 2 mal 2. Das ist 3 minus 4. Das ist minus 1. Und minus 1 ist was? Minus 1 ist die Zahl, die man zu 1 addiert, damit 0 rauskommt. Und die Zahl, die man zu 1 addiert, damit 0 rauskommt, ist 4, weil nämlich dann 5 rauskommt und 5 ist ja 0. Und hier rechnet man 4 minus 2 mal 3, 4 minus 6. 4 minus 6 ist minus 2, also muss hier hin 3. Genau. Und die letzte schreibt man einfach ab, 0, 1, 3. So, und einen Schritt zeige ich Ihnen noch. Eine Möglichkeit wäre jetzt zu sagen, ich möchte gerne die 1 als Pivot-Element nehmen und vertausche die beiden. Das mache ich jetzt aber mal aus didaktischen Gründen nicht, sondern ich sage jetzt mal, ich möchte hier mit der 4 weiterarbeiten. Und wenn das bei den reellen Zahlen wäre, dann könnte ich jetzt zum Beispiel diese Zeile hier mit 1/4 multiplizieren. Dann hätte ich hier 1 und hier hätte ich 3/4. Ist zwar nicht so schön, könnte man aber machen. Ich könnte auch hier unten mit 4 multiplizieren, das will ich aber jetzt auch nicht. Ich möchte wirklich hier mal eine 1 hin basteln, damit Sie mal sehen, wie man das in so einem endlichen Körper macht. Mit was kann ich denn die 4 multiplizieren, damit hier 1 steht? Oder kann es sein, dass das gar nicht geht? Also die mathematisch korrekte Begründung ist einfach, es ist ein Körper, darum muss es immer ein inverses Element geben. Also es muss eine Zahl geben, deren Produkt mit 4 die 1 ergibt. Die Frage ist, wie finde ich die? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist, das ist immer die Strategie bei diesen endlichen Körpern, wenn das nicht so viele sind, einfach durchprobieren. Ja? Also wenn hier sowieso nur 5 Zahlen sind, von denen nur 4 in Frage kommen, die 0 kann es nämlich nicht sein, dann kann ich die auch einfach mal alle im Kopf durchmultiplizieren. Wenn Sie wirklich mal was Größeres haben, dann will ich Ihnen jetzt gemeinerweise gar nicht sagen, wie das geht, sondern ich möchte Sie darauf verweisen, dass wir sowas in Hausaufgaben schon mal gemacht haben. Stichwort erweiterter euklidischer Algorithmus, siehe Hausaufgabe so und so, müssen Sie mal nachschauen. Aber hier können wir wirklich einfach mal probieren. Ja? Zwei Drittel. Zwei Drittel ist ein Element in dieser Menge? Achso, okay. 4. 4 mal 4 ist 16 und 16 ist 1. Weil 16, ja, 15 plus 1 ist, 15 ist 0. Also, das heißt, ich nehme hier mal mit 4 und dann habe ich hier. Die erste schreibe ich einfach ab, die dritte schreibe ich auch ab. 4 mal 0 ist natürlich 0, 4 mal 4 ist 16, also 1. 4 mal 3 ist 12, also 2, weil 12 ja 2 ist. So. Und den Rest würde ich sagen, machen Sie mal.
Ich soll von der zweiten Zeile zweimal die erste abziehen, steht hier. Das heißt, die restlichen schreibe ich erstmal ab. So, hier 0 minus 2 ist 3, ne? Also 0 minus 2 ist minus 2, das ist 3. Und hier ändert sich ansonsten nichts, da habe ich also jetzt das hier stehen. Und dann steht hier, soll ich die erste und die dritte Zeile abschreiben und die mittlere Zeile soll ich mit 4 multiplizieren. 4 mal 3 ist 12, also 2 und 4 mal 1 ist 4 und 0 bleibt natürlich 0. So, dann mache ich auf der linken Seite weiter. Ich möchte ja hier unten gern, also das wird jetzt mein Pivot-Element sein, ich möchte hier unten gern die 1 wegbekommen, also nehme ich, ziehe ich von der dritten Zeile einfach die zweite ab. Hier ziehe ich die zweite Zeile ab. Minus einmal die zweite Zeile sozusagen. 1, 2, 3, 0, 1, 2, 0, 1 minus 1 ist 0 und 3 minus 2 ist auch 0. Ist auch 0, Quatsch, 3 minus 2 ist 1. Und hier soll ich auch von der letzten Zeile die zweite abziehen, das heißt, die ersten beiden Zeilen kann ich einfach abschreiben. 1, 0, 0, 2, 4, 0. Und hier haben wir 0 minus 2 ist 3, 0 minus 4 ist 1, 1 minus 0 ist 1. Wenn Sie irgendwo einen Rechenfehler sehen, sagen Sie gleich Bescheid, Sie wissen ja, ne? Was machen wir denn jetzt? Jetzt haben wir hier unten lauter Nullen. Wir haben also die Zahlenstufenform schon erreicht. Wir wollen aber hier oben ja auch noch Nullen haben. Wir müssen ja das Ding auf die Einheitsmatrix bringen. Also wenden wir uns nach wie vor diesem Punkt hier zu und fangen jetzt an, oben abzuräumen. Das bedeutet, von der ersten Zeile wird zweimal die zweite abgezogen. Hier 1 minus 0 bleibt 1, muss ja auch so sein. 2 minus das soll 0 geben, ist klar. Und dann haben wir hier 3 minus 4 ist minus 1, also 4. Und dann haben wir 0, 1, 2, 0, 0, 1. Und das gleiche müssen wir hier auch machen. Die beiden können wir abschreiben. 2, 4, 0, 3, 1, 1. Und von der hier oben sollen wir zweimal die darunter abziehen. 1 minus 4 ist minus 3, also 2. 0 minus 8 ist minus 8, also 2. Und da steht 0. Okay. Letzter Schritt, ich nehme mir das hier als Pivot-Element und muss jetzt von dieser, weil ich die 2 wegbekommen will, zweimal die dritte abziehen. Und von dieser hier, weil ich die 4 wegbekommen will, muss ich viermal die dritte abziehen. Fast fertig. Die hier unten kann ich abschreiben. Hier habe ich 0, 1, da brauche ich jetzt gar nichts mehr zu machen. Ich brauche nur noch die Dinger hinzuschreiben. Wichtig ist das ja nur wegen der Buchführung, weil ich es hier auch machen muss. Das muss alles klappen. Da steht jetzt also die Einheitsmatrix im letzten Schritt. Und das, was ich da jetzt gemacht habe, muss ich hier auch machen. Also die letzte kann ich abschreiben. 3, 1, 1. Und jetzt habe ich 2, 4, 0. Da soll ich das Doppelte von da unten abziehen. 2 minus 6 ist minus 4, also plus 1. 4 minus 2 ist 2 und 0 minus 2 ist 3, ne? Okay? Das stimmt noch alles, aber jetzt. Und jetzt muss ich von der hier 4 mal das untere abziehen. 2 minus 12 ist minus 10, also 0. 2 minus 4 ist minus 2, also 3. 0 minus 4 ist minus 4, also 1. Das sollte die Inverse sein.